Hi, heute möchte ich gerne mit euch drei Pakete auspacken, die bei mir eingetroffen sind. Und zwar ist es Zuschauerpost. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mal mit diesem Riesen-Oschi von der lieben Delia. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Das ist so schön. Sie sagte auch, nee, das musst du nicht bei YouTube machen, wenn du nicht möchtest, wenn du keine Zeit dafür hast. Das hat sie mir schon vor einer ganzen Weile geschickt. Ich bin aber nicht dazu gekommen und irgendwie türmten sich hier gefühlt die ganzen Lieferungen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, ich möchte die Pakete auspacken und das möchte ich tatsächlich auch vor der Kamera machen. Dass ich euch einfach zeige, was hier so drin ist. Denn das ist halt so dieser super positive Nebeneffekt, den dieser Job nun mal mit sich bringt. Ich habe euch und das ist halt großartig. Ihr seid einfach so unglaublich geil, toll und das ist alles nicht selbstverständlich. Und ja, deswegen wollte ich euch das einfach zeigen und ich denke auch, dass Delia, Martina und Sarah Isabel das ganz cool finden, wenn die dann auch meine Reaktion so darauf sehen. Ne? Sammy ist auch mit am Start, der nestelt hier durch die Gegend und Schatzi bringt gerade Julius ins Bett. Und hier habe ich dann schon das erste Riesenpaket und sie hat es so süß gemacht. Bevor du was sagst, es ist nur eine Kleinigkeit. Nun, also wir haben hier einen Badezusatz und ich habe jetzt ja auch mittlerweile eine Badewanne. Ich muss nur wirklich mal reingehen. Ich nehme mir viel zu wenig Zeit für mich, viel zu wenig Me-Time. Ich sage euch das immer wieder, dass ihr das für euch machen sollt. Manchmal ist es nämlich so, dass es jemanden braucht, der einem sagt, dass man das machen sollte. Und ich sollte es auch mal wieder machen. Ne? Cremebad. Nur eine Kleinigkeit. Süße Mandel, Tonka und Kokosöl von Kneipp. Vielen, vielen Dank. Da habe ich auch wirklich Bock drauf. Dann habe ich hier ein bisschen was zum Naschen. Giotto finde ich so lecker. Werden direkt vernichtet werden. Habe ich, also vielen, vielen Dank. Sehr, sehr meins. In Stick, Just Add Water, Cola-Geschmack, sehr interessant. Und ja, sowas kann ich gar nicht, ne? Und ich habe ja oben auch hier immer Tee, wo ich mir dann, beziehungsweise Wasser, wo ich mir dann entweder einen Waterdrop oder einen kalten Tee oder sowas reinmache. Dann hat sich hier selbst das Papier hübsch designt. Ho, 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 du Liebe. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken und genieß das Paket. Das Essen und Trinken hast du mir im Prinzip schon mit dabei gelegt. Und ja, ihr habt es ja im Thumbnail wahrscheinlich auch schon gesehen. Das ist so hübsch mit diesen Orangenscheiben hier drauf, ne? Genau. Oh, mega cool. Genau, die kann ich auch so runternehmen. Das ist nämlich auch schöne Deko. So, dann schaue ich mal rein. Wie geil. Okay, als erstes habe ich hier eine Karte. Wird die Nummer 8 machen, dass es kracht. Genieße dein Hier und Jetzt. Oh Mann, wie süß, ne? Ja, ja. Heute. Ja, man sollte sich auf heute besinnen, das stimmt tatsächlich. Ist nicht so leicht, Sammy, immer nur an heute zu denken. Man plant ja irgendwie alles so, ne? Das sind ganz viele Karten, wie cool. Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Ist das ein Adventskalender? Die Masken sind fein, bei der Creme sagt meine Haut leider nein. Und das allein, das darf nicht sein. Wie cool. Da ist ein Mond als Karte. Ist das ein Adventskalender? Leute, das ist ein Adventskalender. Nee. Nee, das packe ich jetzt noch nicht aus. Hier habe ich auf jeden Fall eine Weihnachtsmütze. Ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, also ich drehe gleich mal an Unboxings, Weihnachts-Unboxings. Aber ich mag gerne diese langen Mützen, aber die passt tatsächlich sehr gut. Ne? Also die kann ich mir vorstellen, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Weil du hast dann einfach einen warmen Kopf, ne? Tatsächlich. Also für mich ist es voll was. Oder wenn ich halt, ja, weil so, wenn in der Kamera ist das immer so eine Sache. Du siehst dann halt den Bommel nicht und dann sieht das ziemlich komisch aus. Und so, na mal gucken, vielleicht drehe ich so und dann halt die Haare offen. Mal schauen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Für deine arme Kopfhaut. Mermaid and Me, Calm the Scalp Concentrate. Oh, vielen Dank. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe nämlich eben wegen sowas hier sehr oft so Viecher. Das ist aber ein Adventskalender. Den werde ich zur Seite packen. Dann habe ich meinen eigenen Adventskalender. Ach, Delia. Wie geil. Und das ist alles in so Säckchen eingepackt. Und ihr wisst ja, solche Säckchen, die bewahre ich auch immer auf, weil ich die entweder selber nehme, um Verlosungspakete damit halt zu packen. Oder ich gebe sie an meine Freundin, die macht da für den Kindergarten das. Ey, das sind ganz viele. Wie geil, Delia. Ich habe meinen eigenen Adventskalender. Ich finde das gerade so schön. Das ist nicht selbstverständlich, ne?
Aber erstmal für die arme Kopfhaut ist schon mal aufliegen, genauso wie die Snacks. Aber den werde ich mir selber aufstellen. Den packe ich dann aus und dann denke ich auch, dass ich das dieses Jahr schaffen werde, dass ich euch dann auch auf Instagram mitnehmen werde. Sie hat mir übrigens auch was dazu geschrieben, das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen, ne? Mache ich doch mal. Hier hat sie es auch geschrieben. Also erstmal ganz viel Liebe und so weiter. Ne? Die Säckchen sind für deine Freundin, der Inhalt für dich. Wie geil. Ich möchte dir mit den Produkten eine kleine Freude machen. Ob du sie Tag für Tag entdeckst oder alle auf einmal, ist dir überlassen. Nee, so ein Adventskalender, ohne Scheiß, den mache ich tatsächlich im Dezember auf. Oh mein Gott. Und ich darf die Sachen weitergeben, falls es nicht meinem Geschmack entspricht oder ich das halt schon da habe. Oh Mann, Dankeschön, liebe Delia. Ja, Mann, vielen, vielen Dank. Genau, genau. Und die Karten sind dann natürlich auch passend dazu. Wie geil. Ach, Mensch. Vielen, vielen Dank. Ich finde das richtig schön und also das feiere ich gerade sehr. Okay, dann mache ich mal das nächste auf. Und zwar habe ich hier das von der lieben Martina. Als ich das schon aufgemacht habe, also den Karton geöffnet habe, kam diese geile Karte. Komm zu Potte, ne? Ich liebe diese Möwe. Liebe Claudi, hier ein paar Kleinigkeiten für dich, Julius und Sammy. Für deinen Schatz war leider kein Platz mehr. Arme Schatzi. Viel Spaß damit, liebe Grüße, Martina. Die Beutelchen sind für deine Freunde, die im Kindergarten arbeitet. Ihr seid so geil, ne? Ihr passt einfach auf. Okay, also es wird langsam ganz schön warm. Ich nehme es mal runter, weil ich gleich tatsächlich ja Adventskalender-Unboxings mache und so. Und nicht, dass mir hier gleich die Rübe abfällt. Okay, zuallererst die Säckchen. Ihr seid echt geil. Ja, ja. Ja, ja. Ich rede viel und ihr hört mir zu, ne? Das ist unglaublich. Ist auch nicht selbstverständlich. Hier zu Hause hört mir nicht immer jeder zu. Ne, Sammy? Ne, guck mich gerade an. Du auch nicht. Junger Mann, ich bin hier die einzige Frau. Okay, für Julius ist hier was drin. Das ist ja mal so geil. Eine Trinkhalmflasche. Ab 12 Monaten, ja, die hat er bald. Und ist das ja so... Ich möchte hier so unglaublich wenig auch von ihm erzählen tatsächlich, aber ihm beim Trinken zuzugucken ist einfach eine Wonne. Ich kann es nicht anders sagen, ihm generell immer zuzugucken, aber trinken macht er wirklich sehr, sehr süß. Eben haben wir auch Abendbrot gegessen und er hatte halt so seine Trinkflasche dabei. Das macht er schon sehr, sehr gut und sehr, sehr knuffig. Okay, sehr schöne Flasche, weil das so herbstlich ist und das ist ja auch seinem Zimmer auch so, ne, angelehnt mit den... Ich will Rentiere sagen, aber das sind keine... Ich bin ganz außer Rand und Band hier. Oh Mann. Oh, Rehe, so heißen die, genau. Und Vögel und Bäume. Sehr schöne Flasche. Also die habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so gesehen, ne? Das kommt ja von DM. Kenne ich gar nicht. Okay, für Sammy ist auch was mit dabei. Du hast ein Glück. Hm, kommt direkt an. Mini-Wurstmix mit Salami-Schinken und Leberwurst. Die bleiben auch hier oben. Und dann kriegt er hier immer Leckerlis. Der freut sich ja darüber, ne? So, junger Mann. Hm. Oh, das riecht interessant. Das riecht derbe. Oh, man hätte das wieder verschließen können. Tja. Und sie reißt einfach die ganze Tüte auf, ne? Furchtbar. Aber er riecht schon und findet es toll. So, kriegst du einen. Ja. Jetzt riecht der ganze Raum hier nach. Der hat auch eben Abendbrot gegessen. Wir essen eigentlich immer alle so zusammen. Aber sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank schon mal von Sammy und von Julius. Dann habe ich hier auch die Kaufmannshaut und Kindercreme. Die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ne? Also ich habe da jetzt ein bisschen viel auch von gehört, was hier so Mineralöl und sowas angeht. Aber ganz ehrlich, Julius hat sehr sensible Haut und da ist es sehr wichtig, dass man da eine vernünftige Creme nimmt, die ihm auch halt passt. Ne? Und das passt. Dann habe ich hier noch mehr für Sammy, für kleine Hunde. Das können wir auch haben. Softe Belohnung für Rind, Huhn und Lamm. Und genau, die gebe ich dann auch immer so kleine Tröpskis. Und die Sachen von Dein Bestes sind auch wirklich gut, kann ich wirklich sagen. Die sind meistens nämlich auch Getreide- und zuckerfrei und so, das ist echt toll. Dann habe ich hier noch, oh, wie schön, Isana Hydrogel Augenpads. Disney-Prinzessin, das ist Ariel. Wie cool. Wie cool. Das werde ich morgen früh einfach mal direkt machen. Dann kann ich euch auch im Aufgebraucht-Video von, was haben wir? Oktober schon, krass. Davon berichten. Ich komme nachher mit runter. Dann habe ich hier auch drin die Balea Happy Winter Pflegecreme. Duftet nach Winterträumen. Die Limited Edition ist ja süß. Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Wie cool ist die denn? Oh, kannst du bestimmt von Kopf bis Fuß verwenden. Schützt die Haut vor dem Austrocknen und hinterlässt ein seidig zartes Hautgefühl. Für Gesicht und Körper geeignet. Genau, ich würde die dann auf jeden Fall für den Körper nehmen. Mega, mega süß. Dann habe ich hier Tuchmaske drin. Oh,
Ich bin kein Katzenfan, aber ich mag die. Also das ist Marie von Aristocats, belebend mit Hyaluron und Himbeere. Das ist süß. Ne? Und das ist ja dieses Jahr 100 Jahre Disney und deswegen geht da ja ziemlich viel ab. Also richtig geil. Dann habe ich hier was drin. Die mag Sammy leider gar nicht. Dein bestes Siebenzahnpflege-Sticks, die werden wir weitergeben. Also wenn wir manchmal auch in Boxen oder so, ne, was drin haben, was Sammy nicht mag oder wo er halt nicht so mit spielt, dann sammle ich das immer und dann spende ich das an den ortsansässigen Tierschutz oder wenn ich es halt schaffe, dass ich ein Paket zur Eiche vor Dock schicke oder dahin fahre. Ne? Genau, da wo Sammy halt herkommt. Und ja, ich weiß nicht, warum er die nicht macht. Keine Ahnung. Haben wir immer mal wieder versucht, aber wir kriegen ihn nicht dazu, die zu essen. Also er kaut nicht mal drauf rum. Das ist sehr schade tatsächlich, ne? Ja, also liebe Martina, vielen, vielen Dank. Das ist echt ein tolles Paket und das ist so ein richtig cooles Teil. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf zu sehen. Ach, Julius wächst und gedeiht und das ist einfach so schön. Das ist so schön. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Okay, so. Ich meine, wer würde es anders sagen? Na egal. Die liebe Sarah Isabel hat mir ein Paket zukommen lassen. Und zwar ein Survival-Paket. Wir schreiben ja auch sehr privat miteinander und ich hatte jetzt ja auch ein bisschen Content-Vertretung für sie übernommen, weswegen hier auf diesem Kanal dann auch ein bisschen weniger los war, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Und ja, jetzt hat sie mir eine Snack-Überraschung geschickt. Sehr, sehr cool. Und Sammy genießt gerade gekraut zu werden. Ja, okay. Liebe und Snacks, ich drücke dich fest, hat sie mir hier geschrieben. Also vielen, vielen Dank. Ne? Und wie klein ist dieser Briefumschlag? Nee, das ist ein abgeschnittener. Okay. Sehr kreativ. Hier habe ich was drin. Das muss ich leider am Schatzi abtreten, weil der liebt die halt. Ne? Das sind diese Mini-Stroopwafeln. Also die atmet er ein und das ist auch super so. Und ich mag die auch gerne, aber ich könnte im Leben nicht die ganze Packung von essen. Also ich müsste das wirklich auf mehrere Tage verteilen. Er liebt die. Okay. Wir sind da ja auch ein bisschen mit groß geworden, weil das hier ja, genauso wie bei Sarah Isabel ja auch, ist Holland ja total nah. Ne? Und dann hat man da auch immer mal wieder Kontakt mit holländischen Süßigkeiten gehabt. Ich liebe es einfach. Dann habe ich hier Dates and Nuts. Datteln und Nüsse ist das. Mit Mandeln und Cashews. Sehr cool. Meistens esse ich sowas aber dann tatsächlich nicht so als Snack, sondern ich mache mir das in mein Müsli. Dann habe ich irgendwie so eine Rohmischung Müsli, wenn Schatzi mal wieder irgendwie ein Kilo von irgendwas gekauft hat, was er nicht isst. Und dann mache ich mir aber sowas damit rein. Ne? Und dann zum Beispiel heute Abend habe ich das auch gemacht. Da habe ich aus den ganzen Adventskalendern, die ich ausgepackt habe, von DM Bio und NR Bio und hast du nicht gesehen, diese ganzen kleinen Tütchen mal genommen und habe die in so ein großes Tray gemacht. Ne? Also da ist wirklich jetzt alles Mögliche drin an Nüssen und an schokoladenüberzogenen irgendwas Geschichten und irgendwelche Kirschen und Erdbeeren gefriergetrocknet oder halt einfach nur getrocknet. Und das habe ich alles in so ein Ding gemacht, schüttel das durch und habe da auch echt schon gut was von verwendet, denn das mache ich in so eine Rohmischung Müsli einfach mit rein. Oh, und dann ein bisschen Milch dazu. Fertig ist die Laube, ne, Sammy? So läuft das bei Frauchen. Ist halt dann auch, ja, schon ein bisschen snackmäßig, weil der Schoki dabei ist. Dann hat sie mir hier auch noch die Peanut-Snaps reingepackt. Oh, na, wie hieß das denn? Mr. Tom, ne? Die mag ich ja gerne. Man muss immer nur aufpassen, dass einem nicht irgendwie ein Zahn abbricht. Das kommt im Alter dann tatsächlich, dass die Zähne ja nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und ja, man muss echt ein bisschen aufpassen. Aber ich mag die sehr gerne und die sind auch relativ dünn. Die kannst du gut essen und sie weiß, dass ich Erdnüsse richtig gerne mag. Also vielen Dank. Dann hat sie hier auch noch die To Keep Natural Bites All Natural Nut Bar Hazelnut reingepackt. Richtig cool. Und sie weiß ja auch genauso wie ich, dass wenn man dann halt viel am Film ist, am Drehen ist und hier oben irgendwie unterwegs ist oder dann unten auch schneidet und macht und tut, du vergisst dann vielleicht einfach mal Essen zuzubereiten oder Essen zu essen. Und dann merkst du das halt erst, wenn du ein bisschen nach müde kommt, doof im Kopf wirst. Und da ist sowas immer ganz gut. Ne? Dann kann man das sich einfach mal als Energiekick zwischendurch geben. Dann habe ich hier Peanuts with a crispy spicy layer. Das ist aber dann tatsächlich zum Snacken. Kajang Pedes kenne ich nicht. Sehr interessant. Wird auf jeden Fall gegessen. Das ist sowas für die Couch, ne? Und dazu dann irgendwie Schoki oder so. Ich liebe es ja, wenn ich so Chips und Schoki oder was Salziges und was Süßes so kombiniert essen kann. Und dann habe ich hier auch noch von Haribo Wintermix. Wie süß. The Happy World of Haribo. Guckt euch das mal an, da sind so Sternschnuppen und Tannebäumchen mit drin. Das ist ja auch geil, ne? Also vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich über alles, was hier eingetroffen ist. Ich freue mich darüber, den Adventskalender im Advent auszupacken. Also
Delia, wie geil bist du? Ich freue mich. Ich mache dann immer bei uns unten in der Vitrine einfach so einen Platz frei, ne? Also so ein paar Fächer. Und dann packe ich mir den dann da rein und da kommt dann auch kein anderer bei, der da irgendwie was wegnehmen könnte oder öffnen könnte. Julius ist jetzt aktuell ja im Entdeckermodus, ne? Aber gut, ja. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Vielen, vielen Dank an diese großartigen Geschenke, die ich bekommen habe. Vielen Dank an euch fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.